Hallöchen, ihr Lieben. Heute habe ich euch einen richtig schön frischen und sowas von leckeren Kokoslimettenkuchen mitgebracht. Müsst ihr echt unbedingt einmal ausprobieren, wenn ihr sowieso schon auf frische Kuchen steht. Und die Zubereitung ist auch wirklich super einfach, da kann eigentlich nichts bei schief gehen. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt einmal die Zutaten. Los geht's! Wir fangen mit dem Kuchenboden an, für den wir 150 Gramm Mehl, 120 Gramm Zucker, 60 Milliliter Milch, 60 Milliliter Öl, 3 Eier auf Raumtemperatur, einen gehäuften Teelöffel Backpulver und eine Prise Salz benötigen. Das Rezept schreibe ich euch aber auch wie immer nochmal zum Nachlesen auf meinem Blog und packe euch den Link dann in die Infobox. Der Kuchenboden ist auch eigentlich echt ziemlich schnell vorbereitet. Als erstes vermenge ich mir das Backpulver im Mehl, damit sich das später auch gleichmäßig im Teig verteilen kann. Und dann legen wir auch schon mit den Eiern los, die wir uns in eine Rührschüssel packen. Hier geben wir jetzt die Prise Salz dazu, fangen auch schon einmal langsam mit Mixen an und dann lassen wir den Zucker langsam dazu rieseln. Die Masse muss jetzt vor ungefähr 5 bis 10 Minuten gemixt werden, mit der Küchenmaschine geht das immer ein bisschen schneller. Und damit die Masse auch wirklich richtig cremig und hell werden kann, sollten die Eier bitte unbedingt auf Raumtemperatur sein. Sobald die Masse dann cremig geworden ist, lassen wir langsam die flüssigen Zutaten, also einmal das Öl und die Milch, einfließen. Und zum Schluss folgt dann nur noch das Mehl mit unserem Backpulver. Lass das auch nochmal ordentlich durchmixen und dann können wir auch schon alles in eine 26er Springform oder auch in einen Tortenring füllen. So wandert das Ganze bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für ungefähr 20 bis 25 Minuten in den vorgeheizten Backofen, macht aber trotzdem auch immer nochmal eine Stäbchenprobe, weil ja jeder Ofen ein bisschen anders ist. Dann bereiten wir jetzt die Creme vor, für die wir 250 Gramm Quark, 100 Gramm Doppelrahmfrischkäse, 100 Gramm Kokosnusscreme, 50 Gramm Puderzucker, 200 Gramm Sahne, 2 Päckchen Sahnefestiger, 20 Gramm Kokosnussraspeln und 3 Limetten benötigen. Hört sich jetzt vielleicht erstmal viel an, aber die Creme ist wirklich super schnell gemacht. In weniger als 10 Minuten seid ihr damit fertig. Und dafür füllen wir uns zunächst den Frischkäse, den Quark, den Puderzucker und die Kokosnusscreme in eine Rührschüssel und verrühren alles miteinander. Danach reiben wir uns von 2 Limetten die Schale dazu. Die Limetten sollten also am besten bio sein und vorher auch noch einmal abgewaschen werden. Und außerdem können wir jetzt auch schon die Kokosnuss raspeln und die Hälfte unseres Sahnefestigers dazugeben. Dann wird alles ordentlich durchgemixt und ihr könnt übrigens auch gerne noch mehr Kokosnussraspeln dazugeben, wenn ihr wirklich ordentlich Kokosgeschmack haben möchtet. Könnt ihr also ganz nach eurem Geschmack entscheiden. Als nächstes ist die Sahne an der Reihe, die wir uns in einem hohen Gefäß aufschlagen. Und damit das ohne Probleme klappt, sollte die Sahne richtig schön durchgekühlt sein. Und während gemixt wird, kann dann langsam der Rest vom Sahnefestiger dazu. Da diese Frischkäse-Quarkcreme, die wir uns vorhin schon angerührt haben, auch relativ flüssig ist, darf die Sahne diesmal auch gerne ein bisschen standfester geschlagen werden. Und wenn ihr das geschafft habt, wird sie in mehreren kleinen Portionen unter die Creme gerührt. Damit ist unsere Kokoslimettencreme jetzt auch fertig und sobald unser Kuchenboden fertig gebacken und abgekühlt ist, können wir die Creme darauf verteilen. Vorher setze ich mir den Kuchenboden nur schon einmal auf eine Tortenplatte, löse den Ring auch schon mit einem Messer ab, aber lasse ihn trotzdem nochmal um den Boden, damit die Creme gleich nicht runterfließt. Und außerdem träufle ich mir noch den Saft von einer Limette über den Boden, damit das Ganze auch wirklich lange saftig bleibt und richtig schön frisch wird. Jetzt verteilen wir uns die Creme auf dem Boden und die Oberfläche könnt ihr ganz nach Wunsch entweder glatt ziehen oder ausstrukturieren. Ihr wisst ja sicherlich schon von mir, dass ich das lieber ein bisschen wilder und ungleichmäßiger mag. Und sobald das dann erledigt ist, geht es ab in den Kühlschrank damit für mindestens 4 Stunden. Danach ist die Creme auch wirklich richtig schön schnittfest, ohne dass wir Gelatine oder Agatine verwenden mussten. Und wer mag, kann das Törtchen dann auch gerne noch etwas ausdekorieren. Ich habe zum Beispiel auch noch solche großen Kokosnusschips auf dem Kuchen verteilt. Die sind nämlich ein bisschen knackiger und sehen auch ein bisschen schicker aus, als würden wir so ganz kleine Kokosnussraspeln verteilen. Und damit es auch noch mal ein bisschen Farbe gibt, habe ich mir noch die dritte Limette über dem Kuchen abgerieben.
Dann darf auch endlich genascht werden und oh mein Gott, es schmeckt wirklich so lecker. Nicht zu süß, unglaublich frisch. Kokos und Limette ist sowieso eine richtig geile Kombi. Ich kann es euch nur empfehlen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und vergesst auch nicht kostenlos zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Ansonsten könnt ihr euch jetzt hier noch links und rechts zwei weitere Videos ansehen oder falls ihr Rezeptwünsche habt, schreibt sie unbedingt in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!